Wenige Kilometer von Verdole entfernt liegt der Ortsteil Acaia, die alte befestigte Ortsmitte von Segina. Sie stellt den wichtigsten Beweis befestigter Kleinstädte im Salento dar und erhält noch völlig intakte Spuren ihrer glorreichen Vergangenheit. Die alte Ortsmitte von Acaia stammt aus dem Mittelalter, als sie von Karl II. Von Anjou-Gervais von Acaia als Lehen gewährt wurde. Acaia ist heute nicht nur für die Schönheit ihrer Altstadt, sondern vor allem für die imposante Festung bekannt, die ihre Bürger und die Umgebung verteidigte. Diese großartige militärische Festung ist unter den innovativsten und besterhaltensten des ehemaligen Königreichs Neapel. Karl V. strebte nach einer stärkeren Kontrolle des Salentos. Er entschied, die kleine Ortsmitte von Acaia aufzurüsten, um seine lokale Dominanz zu verstärken. Die Festung bietet sich von außen sehr mächtig dar. Ihre Form und ihre detaillierten Ornamente machten sie zu einem modernen und uneinnehmbaren Gebäude. An zwei gegenüberliegenden Ecken stehen mächtige Wachtürme des Hauses Anjou, traditionell kreisförmig und mit eleganten Pechnasen. Der nordöstliche Turm neben dem Festungseingangsportal trägt Acaias Adelswappen mit unterstehenden Inschriften. Auf der nordwestlichen Seite kann man einer in der Festung eingefügten hohen Sporn bewundern. Noch besonderer ist die dreieckige Bastion an der südöstlichen Seite der Festung. Der Festungszugang führt ins Untergeschoss, wo einst die Küchen lagen und wo man Lebensmittel lagerte. Hier sind noch die zahlreichen Korbgräben gut sichtbar, die für die Lebensmittellagerung genutzt wurden. Auf der gegenüberliegenden Seite lagen die Ställe, die im 19. Jahrhundert als halbunterirdische Ölmühle genutzt wurden. An den Wänden eines vermutlichen Gotteshauses wurden die Reste verschiedener alter Fresken aus dem spätbyzantinischen Zeitalter gefunden. Das am besten erhaltene Fresko mit besonderem künstlerischem Wert stellte die sogenannte Dormitio Virginis dar, das heißt Einschlafen der Gottesmutter. Im obersten Stock wohnte die Adelsfamilie. Es gab 7 Räume, unter denen der sogenannte Saal des Hauptturms und der viereckige Bastionsaal. Einen der schönsten Säle der gesamten Festung war der sogenannte neuneckige Saal, der auf der nordöstlichen Seite der Festung beim in dieselbe Richtung gelegenen Turm lag.